Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind im Himmelblick-Tempel und in der letzten Folge haben wir ja noch probiert, hier an den Seilen vorbeizuspringen. Nein! Oh, klappt. Hallo? Jetzt. Das war das Knappern gerade. So nicht meiner. Mit Schwert und Schild bin ich geübt. Kommt von der Ritterschule. Triff die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Ja, dafür müssen wir einfach nur hier lang. Denn die Karte befindet sich gleich. Ne, hier noch nicht. Hoppala. Nein, nicht zu weit springen. Da könnte ich mich eigentlich stumm schalten zum Husten. Nein! Und damit haben wir die Karte. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Ja, Räume werden halt so verdunkelt angezeigt, die ich noch nicht besucht habe. Sie weist dich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nun eine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken von Minus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesem keine Signallichter setzen kannst. Ja. Und jetzt haben wir halt hier die Karte. Sehen Schatztruhen. Da ist irgendwas. Hier sind unsere beiden Kristalle, die wir schon erwischt haben. Da ist eine Vogelstatue und Zeldas Aura. Und hier sehen wir halt Türen. Und halt auch die verschlossenen Türen. So, von hier aus können wir jetzt runterspringen. Ich weiß aber, es gibt hier noch... Hm? Nein, so war's nicht. Man kann da auf jeden Fall irgendwie rüberlaufen. So, jetzt fehlt uns aber immer noch hier ein Stück Wasser. Ich glaube, ich habe hier drüben einen Kristall übersehen. Weil ich mich schon wieder zu sehr auf die Karte konzentriert habe. Und alle. Nein. Zu früh abgesprungen. Ah. Dahin ausrichten. Schon besser. Und diesmal. Ich weiß nicht, ob die Viecher jetzt tot bleiben. Aber hier müssen wir auf jeden Fall hin. Weil da ist der zweite Kristall. Jetzt habe ich ihn. So.
Theoretisch könnte ich jetzt noch mal den Kistensprung probieren. Sind ja da so Speedrun-Taktiken? Ah, wird er nicht. Mit dem Trick würde man halt direkt hier landen. Könnte man da oben über den Stamm rüberlaufen und hierher. Und könnte direkt in diesen Raum, ohne den Wasserstand erhöhen zu müssen, auf beiden Seiten. Und müsste somit auch in den Raum hier nicht rein, wo wir ja am Anfang das Wasser erhöht haben, schon in der letzten Folge. Schau, funktioniert das? Ah! Blödes Vieh! Au! Da war! Link! Du sollst zustechen! Jetzt haben wir's. Bekommen wir denn diesmal einen kleinen Schlüssel. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Damit haben wir jetzt den Schlüssel, den wir brauchen, um hier im Haupteingang die Tür zu öffnen. Komme ich nicht hoch. Nein. Hoch da. Und schon sind wir in der großen Haupthalle. Mein Schlückchen getrunken für meinen Hals. So, die Tür ist zu. Ja, weg. Aber da fahren wir ja hier oben den Kristall. Hier kommen wir zu einem der ersten Punkte, die Zelda schon immer so gemacht hat, zumindest in den 3D-Teilen. Der Zwischenboss. Der sehr einfach ist, wenn man seine Technik kennt. Weil je nachdem, wie schnell man ist, gibt man ihm 2 oder 3 Schläge. Dann greift er an, man macht so einen Blockstoß. Daraufhin wird er zurückgeworfen, man macht wieder 2, 3 Schläge und wiederholt die ganze Sache. In guter Zelda-Manier natürlich 3-mal. Und damit haben wir den Käfer erhalten.
Dieses käferartige Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Luft. Bewege das Fadenkreuz an die gewünschte Stelle und drücke ZR, um den Käfer dort hinfliegen zu lassen. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert. Seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Ja, das stand ja auch da. Wenn du es fliegen lässt, solltest du es aus der Entfernung steuern, sowie kleinere Objekte treffen oder mit seinen Zangen zerschneiden können. Drücke ZR, um das Fluggerät zum Abflug bereit zu machen und rechts, um mehr über seine Bedienung zu erfahren. Ja, und mit dem Käfer können wir jetzt, weil die Tür ist ja immer noch verschlossen. Sag mal, Steuerung lässt aber auch manchmal zu wünschen übrig. Mit diesem Käfer können wir jetzt nach draußen fliegen. Und können den Schalter, den wir am Anfang betätigt haben, erneut aktivieren, um die Tür zu öffnen. Was ich ein ziemlich cleveres Rätsel finde. Was heißt clever? Es ist einfach den gleichen Schalter zweimal betätigen, aber sonst ist es immer so, dass man entweder im gleichen Raum noch was hat oder ähnliches. Und jetzt können wir uns endlich richtig um diese Spinnenviecher hier kümmern. Jetzt können wir sie runterschneiden. Und mit einem Schlag ihr erbärmliches Leben beenden. Genauso wie diese Fledermaus. Und auch deins. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Das Witzige ist auch, wenn wir bei so einem Schlag daneben gehen, ja, das ist, also wenn man den Finisher im richtigen Moment macht, dann steht der Gegner noch schnell wieder auf. Ja, Mist. Ich würde es gerne einfach mal zeigen. Ja, zu früh. Auf jeden Fall, man bleibt im Boden stecken und Link hat ein bisschen Probleme, das wieder rauszukriegen. So, ich würde aber jetzt gerne dort nach oben fliegen. Ein Schalter, den man eher schwieriger findet. Jetzt verliert der Kleine langsam schon Energie. Aber wir haben es doch geschafft. Und damit öffnet sich hier hinten das Tor. Wie kann ich den damit auch holen? Nein. Aber wir haben ein weiteres Herzteil und jetzt fehlen uns nur noch zwei. So, und dafür der Schalter dürfte hier oben drin sein. Schaffe ich noch eine Runde? Naja, wahrscheinlich nicht. Hier drüben. Na, das sieht nicht so aus. Das ist so ein kleiner Gang. Hey, hier ist noch ein roter Robin. Und damit brauchen wir auch keine Rubine mehr einsammeln. Ja, fei. Gebieter, deine Geldbörse ist bereits voll mit Rubinen.
Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du keine weiteren Rubine mehr aufnehmen kannst. Ja, auch wenn man meinen könnte, man schmeißt einfach einen grünen Rubin raus und nimmt einen roten davon mit. Aber nein, so clever ist unser Held nicht. Alter, das ist Kaiser Drummond. Ah, hier war der Kristall. So, aber bevor ich hier jetzt durchgehe, kann ich hier einmal speichern. Und dann würde ich gerne mit diesen, sag mal, Vogel. Ja, es sind Vogelstatuen. Kann ich jetzt auch sagen, ich möchte gerne nach draußen gehen. Problem ist, wir müssen den ganzen Weg dann auch wieder zurücklaufen. Aber jetzt kann ich von hier aus wieder ins Wolkenmeer. Und durch die Magie der Göttin bekommen wir einen schönen Auftrieb, der uns nach oben bringt. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Und da sehen wir es schon. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Das werden wir doch auch gleich machen. Und dafür nehmen wir hier einmal so einen. So einen Luftstrom hier. Damit werden wir schön schnell. Die war es nicht. Nicht zu weit springen, dann war es die hier. Und jetzt können wir diese Kiste noch öffnen. Und damit bekommen wir eine Abenteuertasche. Und diese vergrößert unseren Abenteuerbeutel. Wir werden jetzt ein Item mehr mitnehmen. Und dann gehen wir auch mal rein in den zu Englisch Lumpy Pumpkin. Welcher hier auf Deutsch, wie heißt er? Kürbisbar, glaube ich. Und ja, da ist ein Herzteil. Und ja, das werden wir haben. Ja, die Kürbisbar. Da ist auch der Typ. Und das Problem ist, wir müssen uns jetzt leider etwas unbeliebt machen beim Besitzer. Ups. Was glaubst du eigentlich, was du da rumtreibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Sorry, ich werde das Herzteil haben. Du hast ein Herz erhalten. Hier fehlt nur noch eins. Aber wir sind ja schon steinreich und unser Geldbeutel ist prall gefüllt. Wir gehen ein. Hey, du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion so einfach gehen lasse, oder? Ja. Wir kommen jetzt hier nicht raus. Wir müssen dem guten Herrn den ziemlich schweren Schaden bezahlen. Aber mal ehrlich, wer dekoriert sein Kronleuchter mit dem Herzteil, wenn Link in der Nähe ist? Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan?
Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du einverstanden? Ja. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenwort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Klar. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hurtig, na? Worauf wartest du noch? Du hast heiße Kürbissuppe erhalten. Diese ausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Ach, eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann Kältesuppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit dieser Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Timer haben wir nicht. Aber ich kann gucken, wir sind jetzt bei 21 Minuten Aufnahme. Solange ich vor 26 Minuten ankomme, ist alles gut. Aber wir hatten ja hier drüben noch... Nein, nicht das Menü, das hier. Wir haben ja hier noch eine Kiste. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir die erwischen. Da unten sehen wir auch schon die Insel. Wir werden hier von der Luftabwehr beschossen. Mal schauen, was bekommen wir denn in dieser feinen Kiste? Noch ein Herzteil! Damit kriegen wir ein weiteres Herz. Wundervoll. Und dann sollten wir uns jetzt beeilen, weil wir haben schon 1,5 Minuten verbraucht. Und wir wollen ja den Schwertmeister nicht warten lassen. Nicht, dass er noch sauer wird und uns unser Übungsschwert wieder wegnimmt, was wir nicht mehr brauchen. Und hopp. Nein, nicht das Schwert noch packen. So, mein Gutster. Hey. Hallo Link, übst du auch fleißig mit dem Schwert? Hm. Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe? Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. Und du hast einfach so eingewilligt? Ja, so ist. Na dann her damit, aber hurtig. Bitte sehr. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Na, immer gerne doch. Aber es war ja nicht mein Anliegen, nur wieder nach oben zu kommen, um zu vandalieren. Okay, wir haben ja schon die Abenteuertasche erweitert. Aber irgendwo hier, da ist er. Ja, jetzt können wir endlich Terrys Laden besuchen. Wo wir nicht mal selber klettern müssen.
Weil der gute Junge zieht uns hier nach oben. Und der arme Junge muss strampeln, wie das das Zeug hält, damit das Ding auch oben bleibt. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was Ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würden. Da hätten wir hier entweder eine Zusatztasche für die Abenteuertasche. 300 Rubine. Nein, das wäre alles, was wir haben. Dann hätten wir noch eine Herzmedaille. Ne, Lebenskraftmedaille. Und wie Ihr Name schon sagt. Ja, er weiß nicht, was es macht. Das ist halt ein ausrüstbarer Herzcontainer, weil 20 Herzen ist hier nur mit diesen Medaillen zu erreichen. Bei 800. Nein, so viel habe ich nicht mal. Dann hätten wir hier noch ein Käfernetz. Bei 50 Rubine. Und eine Zusatzgeldbörse. Kann ich 300 Rubine mehr tragen? Für 100 Rubine. Das heißt, wir nehmen die Zusatzgeldbörse. Können wir jetzt 600 Rubine tragen insgesamt. Und das Schmetterlingsnetz hier nehmen wir auch noch mit. Fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Das gibt mir Kraft, noch fester in die Pedale zu treten. Meine Güte. Kam gerne dazwischen mit. So, jetzt können wir hier einmal rausgehen. Mal gucken, hat er sein Angebot gleich erneuert? Ja. Jetzt mal nämlich nochmal eine Zusatzgeldbörse. Mit 300 Rubine mehr. Kostet nur 100. Nehmen wir auch gleich mit. Aber jetzt plus 600. Ich bezweifle aber, dass er noch was für 50 hat. Hier hat meine Insektenmedaille. Sie zeigt Ihnen an, wo sich Insekten befinden. Mit 1000 Rubine, ganz lesen. Ja, den Rest können wir uns ja noch nicht leisten. Ja, die kleine Plattform hier ist für ein anderes Gebiet wichtig. Aber jetzt können wir wieder Rubine sammeln bis zum Abwinken. Und jetzt auch Insekten sammeln. Eine Himmelsanbeterin. Dann gehen wir gleich mal noch in den Bazar gucken. Vielleicht können wir unseren Schild schon verbessern. Willkommen in der Werkstatt. Ich würde gerne Items verbessern. Nein, brauchen wir noch eine Monsterklaue. Unsere Schleuder könnten wir auf Streuung verbessern, brauchen wir aber einen Finsterhalbmond und noch Glimmer. Bringt also nichts. Und das Schmetterlingsnetz könnten wir auf groß umbauen, aber das können wir auch noch nicht. Da fehlt uns Material. Na gut. Tut uns leid, Doruko. Dann haben wir leider doch nichts. Bei mir kannst du deine Items lagern. Eigentlich nicht. So, was hast du jetzt hier? Ihr kommt gerade richtig, werter Herr. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Wir können eine kleine Deko-Tasche erwerben. Werft euch einen Blick drauf. Ja, und das ist halt wie die Zusatzgeldbörse. Kann ich 10 Deko-Kerne mehr tragen. Kostet nur 100 Rubine, aber so viel Geld habe ich nicht. Tja, Kulkan,
Kann ich auch nicht für. Bin halt arm. Terry hat mein ganzes Geld. Frag den. Damit. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Und jetzt hier noch ein bisschen Geld ab. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder zurück in den Tempel. Nein, den will ich eigentlich fangen noch. Könnte gucken, ob es hier Geld gibt. Naja. In der nächsten Folge geht es zurück in den Tempel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.